Hallo zusammen. Ja, am Freitag sind im Shop von Kreativtopia neue Produkte eingezogen und ich habe mich schon gescheit gefreut, weil ich habe euch am Freitag schon erzählt, dass meine Mama und ich unheimlich gerne Marmelade kochen. Sie natürlich selber essen und verschenken. Und das Coole ist, wenn wir zum Campen gehen, wir haben ja einen Camperbus, packst du deinen Kühlschrank mit deiner selber gemachten Sachen wie Marmelade und so weiter und nimmst dein Zeug mit. Und dann tust du da früh irgendwo schön draußen, die Kinder sind fort, die rennen rum, gehen Fahrrad fahren, kannst mit deinem Michi ganz entspannt Erdbeermarmeladenbrot oder Brödler essen mit derselbe gemachten Erdbeermarmelade. Also das ist ein Traum, da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Und dass die Erdbeer dort drin auch so schön rot bleibt, wie sie ist, hat meine liebe Liesel, die verlinke ich unten, mir einen super coolen Tipp gegeben. Ein paar Marmeladengläser Erdbeeren machen. Ich mache sie im Thermomix, weil es einfach schneller geht. Man kann es auch im Topf machen, also wo ihr könnt. Und dann ab in die Gefriertruhe. Und wenn ein Marmeladenglas leer ist, dann hole ich aus der Gefriertruhe ein neues Erdbeermarmeladenglas. Und die bleibt schön frisch, fruchtig und bleibt rot. Und ich will die so. Sonst haben wir sie immer dunkel gelagert in der Speis oder im Keller. Nee, das will ich nicht mehr. Ich will sie genauso. Also, das darf natürlich jeder machen, wie er will. Das ist mein Tipp so dazu. Ich weiß, dass viele Marmelade anders da machen, aber mir machen sie so. Und jetzt habe ich mir gedacht, jetzt muss da natürlich ein schönes Etikettle drauf. Und wir müssen die natürlich ein bisschen schön machen, weil man sie dann wunderbar verschenken kann. Und unsere Erdbeermarmelade ist eigentlich in der Familie ziemlich heiß begehrt. Wenn ich da irgendwo immer so ein Gläsler mitbringe, da freut sich immer jeder drüber. Und das ist doch wirklich eine schöne Sache. So, ich habe, eigentlich heißen die, ich sage immer Label, aber das sind frische Siegel. Ja, das ist, habe ich vorhin gelesen und ich denke mir so, also Steffi, du bist ja manchmal schon ein wenig schorsch. Das ist ein frisches Siegel. Okay, Label. Aber wie man sagen jetzt, Etikett, Label ist wurscht, das passt auch. So, ich habe einmal ausgestanzt in dem schönen Kraftpapier. So, das lege ich mir jetzt einmal kurz weg. Die können wir da herlegen. Die brauchen wir nämlich jetzt. Aber lustig ist so, wie jeder seine Eigenheiten so ein bisschen in der Küche hat, ne? Aber das ist okay. Jedem so, wie es ihm gefällt, ne? So. Einmal ausgestanzt, das legen wir mal auf Seite. Und dann habe ich noch eine ganz kleine Erdbeere ausgestanzt. Die gibt es hier in dem Stanzenset. Die finde ich ja so süß. Also sogar Zitrone drin. Himbeere, Apfel, sagt man es? Birne oder Aprikose? Kann ich jetzt nicht genau sagen. Kirsche, du Dolschi. Gut, die haben wir auch schon mal ausgestanzt. Dann habe ich oben rum um den Deckel. Ihr habt bestimmt genauso viel Servetten daheim rumliegen wie ich. Also ich bin ja da ganz schlimm. Ich habe mir da ein Stück Servette abgeschnitten. Die lege ich da drauf und die tue ich jetzt einmal kurz da drum. Dann nehme ich sie vom Glas wieder runter und dann habe ich hier diesen runden Abdruck und da schneide ich jetzt einmal rund außen rum. Jetzt habe ich bloß meine Schere vergessen, weil ich brauche da ein bisschen eine größere Schere, dass es leichter geht. Das heißt, und jetzt tun mir jetzt einfach da die Ecken von der Servetten da abschneiden. Also natürlich so lang und wie es euch am besten gefällt. Und jetzt nehmen wir wieder unser Marmeladenglas. Kommt es da natürlich wieder drauf. Aber erst nehme ich nochmal, das habe ich euch am Freitag schon gezeigt. Ich tue mich leichter, wenn ich da, ich habe nämlich immer noch kein Gummiring, Stückchen Klebeband drauf tue, beidseitig ist. Und dann lege ich das da drauf. Und dann können wir jetzt halt, bei uns heißt es, es ist ein Wurstbändel. Die mache ich ja total gern. Jetzt tun wir da einmal außenrum einen Knoten machen. Also so, weil ich will nochmal eine Extraschleifler. Das schneiden wir uns da ab. Und wenn euch jetzt das Servettenzeug zu lang ist, dann nehmt ihr euch eine Schere. Das ist wie beim Haarschneiden. Und ihr schneidet jetzt einmal da außen rum.
zack. Und dann da noch einmal. Also das geht total einfach. Einfach so ein bisschen im Kreis. Und dann ist das auch gleichmäßig. So. Gut. So schaut's aus. Und jetzt, klar, jetzt kommt das Coole. Ihr habt euch bestimmt gedacht, es gibt ja verschiedene Größen von Gläsern. Ja, das stimmt. Und da müsst ihr euch überhaupt keinen Kopf machen. Ich habe mir nämlich was überlegt und es schaut eigentlich total schön aus. Jedes Label hat ja eine bestimmte Größe und das halt frische Siegel. Und das passt ja jetzt da nicht drauf. Das heißt, ich habe jetzt ganz einfach hier oben akkurat da an der Kante abgeschnitten. Also, so. Jetzt nehmen wir uns ein beidseitiges Klebeband. Dieses beidseitige Klebeband. Das klebe ich jetzt da drauf und da oben auch nochmal ein kleines Stück. Das muss gar kein großes Stück sein. Das kleben wir da oben hin und machen es da genauso weg. So, und jetzt kleben wir das hier drauf, umdrehen. Und dann guckt ihr, wie ihr das klebt. Halt, müssen wir noch ein bisschen abschneiden. Das kleben wir jetzt hier drauf. Dann schnappe ich mir das. Da muss jetzt natürlich noch ein Stempelle drauf. Und zwar Liebe im Glas findet ihr in diesem zauberhaften Set. Das habe ich euch am Freitag schon gezeigt. So. Liebe im Glas. Jetzt brauchen wir noch einmal beidseitiges Klebeband. Das kleben wir gleich da drauf. Und ihr habt individuell für jedes Glas, und das kleben wir natürlich jetzt so, dass das hier genau wieder drauf passt, habt ihr individuell für jedes Glas ein frisches Siegellabel oder was auch immer. Finde ich total cool. So. Müsst ihr euch gar keinen Kopf machen, welche Gläsergröße ihr nehmt. Man kann das sogar auch verlängern, finde ich auch cool, oder kürzen, wie es euch wirklich am besten gefällt. So, jetzt brauche ich nochmal ein Stückchen Wurstbändel, weil ich wollte hier um dieses Siegel noch eine kleine Schleife. So, also so, Schleifler, Schleifler, dann... habe ich vergessen. Sixtes. Brauchen wir nochmal einen Kreis. Ich habe in meinem Bastelzeug ein Set mit ganz vielen Kreisstanzen. Ich habe mir dann jetzt einfach eine ausgesucht, wo ich mir gedacht habe, die passt am besten da drauf. Jetzt hat es nicht ausgestanzt. Muss ich nochmal machen. Jetzt hat es gepasst. So. Also, da müsst ihr mal gucken, was ihr noch so rumliegen habt. Bestempeln wir das Ganze. Und zwar habe ich mir rausgesucht aus diesem Set Erdbeeren, Marmelade und aus. So, das heißt, Stempelfarbe drauf. Und welches Jahr natürlich, das fand ich auch noch cool. Hold, ein Herzle habe ich mir auch noch rausgesucht. Überall Stempelfarbe drauf. Jetzt stempeln wir erstmal 2024. Das langt nämlich schon. Dann Marmelade. Hold, jetzt habe ich mein Herzle vergessen. Na gut, wir machen das Herzle diesmal zum Schluss. Das ist ja totale Goll. Marmelade aus Erdbeeren. Sehr cool. Zack. Jawohl. Das kleben wir da drauf. So, meine Erdbeere. Die kleben wir auch noch da drauf. Und zwar hier so ein bisschen dazwischen. Und jetzt hatte ich noch ein Blümle. Habe ich mit dem Laser gelasert und mir ist eine Blume zerbrochen und dann habe ich mir gedacht, die schmeiße ich jetzt nicht weg. Und dann habe ich mir gedacht, diese einzelnen zerbrochenen Blüten, die passen ja perfekt auf mein Marmeladenglas. So, fertig ist die Erdbeermarmelade im Glas. Wunderschön dekoriert zum Verschenken. Oh, da zum selber behalten. So,
selber behalten, finde ich auch cool. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachwerkeln. Ich bin gespannt, was ihr daraus zaubert. Ich drücke euch bis morgen.